So, meine Damen und Herren, Sie haben ja eben schon gehört, ich habe mit Dieter Bohlens Stimme hier. Jo, geil. Ja, ein bisschen telefoniert. Und ich wollte Ihnen noch mal ein Bild zeigen aus dem tollen Buch von Dieter Bohlen, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Ja, offensichtlich der kleine Dieter 1959, ja, konnte es nicht lassen. Ich möchte es unkommentiert lassen, das Bild, aber schauen Sie sich das mal an hier. Ja. Da haben wir angerufen und zwar bei seinem Verlag. Sie können sich vorstellen, Dieter Bohlen ist unfassbar erfolgreich, das Buch in allen Bestsellerlisten auf Platz 1. Und Sie können sich vorstellen, wie man im Heine Verlag, in dem ist das Buch nämlich erschienen, wie man dort zusammenzuckt, wenn der Meister persönlich anruft, ja? Der sozusagen momentan den ganzen Verlag über die schweren Zeiten rüber rettet. Also habe ich mir gedacht, rufe ich mal im Heine Verlag an mit der Stimme von Dieter Bohlen. Ja klar. So. Und schauen Sie bitte, was passiert. So, dann werde ich jetzt mal bei Dieter Bohlens Verlag anrufen, dem Heine Verlag. Und da gucken wir mal, was die so erzählen. So. Klingelt. Ja, hier ist Dieter Bohlen. Wir müssen dringend was miteinander besprechen. Wen möchten Sie denn haben im Haus? Ich weiß nicht so genau. Kleinen Moment, ich verbinde Sie mal schnell, ja? Augenblick bitte. Tag, Bohlen. Hallo. Du, bei mir war der Gerichtsvollzieher. Wie bitte? Ich kollabiere gleich. Warum das denn? Ich weiß nicht so genau. Ich gebe Ihnen mal die Frau, ja? Ja, klar. Du, bei mir war der Gerichtsvollzieher. Und was will der von Ihnen? Ich weiß nicht so genau. Ich habe da einen Deal am Wickel. Da kriegt man 1300% wieder. Wie? Was soll das denn? Ich weiß jetzt nicht, wovon Sie reden. Ich dachte, der Gerichtsvollzieher hat irgendwas mit dem Buch zu tun. Ja, klar. Und was will der von Ihnen? Ich weiß nicht so genau. Also Sie da, hören Sie mal zu. Ich habe da diesen Deal gemacht. Wer liest um Himmels Willen das Kleingedruckte? Welches Kleingedruckte? Worüber sprechen wir jetzt? Ich weiß nicht so genau. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Hier ist Claudia Heine Verlag. Ja, klar. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Wer ist Peter Schmidt? Ich weiß nicht so genau. Kann ich Sie gleich zurückrufen? Nein. Was ist denn nun? Ich glaube, Sie sind nicht Herr Bohlen. Wenn Sie Herr Bohlen sind, dann rufen Sie gleich zurück unter Ihrer Handynummer. Ja, ansonsten klar. Ansonsten lege ich jetzt auf. Tschüss. Auf geht's. Ja, aufgelegt, gute Frau vom Heine Verlag. Naja,